Matthias Schranner ist bei uns. Er ist Unidozent, Vorstandsvorsitzender einer weltweit agierenden Beratungsfirma, speziell für Verhandlungen. Herr Schranner, halten Sie Putin für einen rationalen Verhandlungspartner? In seiner Welt ist er rational. Also die Informationen, auf die er sich beruft, nämlich dass er das Recht hat, die Ukraine zu erobern, bleibt er in seinem Schema. Wir haben es gehört mit Georgien, mit Tschetschenien, mit der Krim. Also er bleibt in seinem rationalen Muster. Ja. Macht es das schwerer oder leichter, mit ihm zu verhandeln, wenn man weiß, er bleibt in diesem Muster? Die Frage ist nicht, ob es sinnvoll ist. Die Frage ist, wann es überhaupt möglich ist. Ich würde gerne ein paar Begriffe klären, weil viele Begriffe genannt worden sind, die sehr widersprüchlich sind. Die Diplomatie und die Verhandlung sind zwei verschiedene Sachen. Die Diplomatie ist im Verborgenen, die ist im Hintergrund. Die läuft jetzt auch. Also es gibt zwei Verhandlungsteams, also zwei diplomatische Teams, einmal von der Ukraine und von Russland. Im Hintergrund wird gesprochen, also Gespräche werden geführt. Das ist sicher. Die Verhandlung ist am Tisch, die Verhandlung ist offiziell sichtbar. Und für die Verhandlung mit einem Herrn Putin ist es noch zu früh. Warum? Weil, wie wir es gerade gehört haben, es kein Machtgleichgewicht gibt. Also Russland wird erst dann an den Verhandlungstisch kommen, wenn es etwas zu gewinnen gibt. Zurzeit gibt es nichts zu gewinnen. Oder in anderen Worten, solange Russland glaubt, dass sie militärisch gewinnen können, werden die nicht an den Verhandlungstisch kommen. Die Ukraine glaubt das auch. Deshalb wird es noch länger dauern, bis zu einer echten Verhandlung kommt. Solange beide glauben, dass sie militärisch gewinnen können, also Russland mit dieser unglaublichen Macht im Hintergrund, die Ukraine, die darauf hofft, dass jetzt mehr Waffen kommen, auch aus den USA, solange beide glauben, dass sie militärisch gewinnen können, werden sie nicht am Verhandlungstisch sitzen. Das klingt bei Ihnen wie eine mathematische Formel, ein Naturgesetz. Die Folge ist, dass tausende Menschen noch sterben. Ja, ganz genau. Haben Sie mal so eine Situation erlebt? Sie arbeiten mit Ihrer Firma ja auch weltweit, können nicht über alles reden, aber haben Sie jemals mit einem Menschen, der so wenig sich für einzelne Menschen interessiert, so bereit ist, Blutzoll fremder Menschen zu bezahlen, haben Sie es mit einem solchen Verhandlungspartner mal zu tun gehabt? Sehr oft. Ich komme von der Polizei, ich war Verhandlungsführer der Polizei. Bei der Polizei hat man mit Kriminellen zu tun. Kriminelle denken anders. Kriminelle denken in einem anderen Wertesystem. Herr Putin denkt in einem komplett anderen Wertesystem. Wir können das nicht verstehen. Wir können nicht verstehen, dass man Kinderkrankenhäuser bombardiert. Wir können nicht verstehen, dass man diesen Krieg mit dieser unglaublichen Brutalität so weiterführt. Verstehen Sie das? Müssen Sie es verstehen, um ein guter Ratgeber zu sein in Verhandlungen? Nee, sobald ich anfange, den Herrn Putin verstehen zu wollen, gehe ich in seine Welt rein. Mhm. Und dann verliere ich das, was ich ja brauche. Ich brauche diese Distanz, wie es Frau Major gesagt hat, ich fand das ganz spannend. Ich brauche eine gewisse Distanz, um von oben den Verhandlungsprozess zu beobachten, um dann zu sehen, wie sich ein Prozess entwickelt. Putin herrscht ja wie ein Diktator. Er ist ein Diktator. Es gibt keine Opposition. Es gibt, wie wir mehr und mehr erkennen, nicht mal in seinem engeren Umfeld noch Widerspruch. Auch Diktatoren halten sich ja manchmal Berater, die zu widersprechen, sich trauen. Was man da hört, ist das ziemlich gleichgeschaltet. Ist Putin bei Verhandlungen dann, die es dann einmal geben wird, ist er gegenüber demokratischen Führern, die Legitimation brauchen, die ein Mandat brauchen, immer im Vorteil? Sie sagen, dass es eine Verhandlung geben wird. Ich glaube das nicht. Die Frage ist tatsächlich, wann die Verhandlung überhaupt Sinn macht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Herr Putin selbst am Verhandlungstisch sitzt. Ich glaube eher, dass es andere Szenarien geben wird. Nämlich? Das beste Szenario wäre natürlich, dass Putin abgelöst wird, dass ein anderer vielleicht auch... Putsch, ein Militärputsch. Das wäre natürlich das Beste. Die zweite Möglichkeit, ohne zu wissen, wer danach kommt. Man weiß ja nicht, vielleicht kommt jemand, der Frieden möchte, vielleicht kommt jemand, der noch wahnsinniger ist. Zweites Szenario ist natürlich, dass dieser Krieg sich festsetzt. Danach sieht es zurzeit aus. Sie haben ja gesagt, die Fronten verhärten sich. Es kommt zu diesen Grabenkämpfen. Dann wird es noch länger dauern. Und dann, man spricht davon, dass Russland das neue Nordkorea wird. Komplett isoliert, komplett verarmt, aber mit einem weiterhin existierenden Konflikt. Wir haben eben darüber gesprochen, schon in der Runde, wer könnte Vermittler sein? Macron sieht da eine, Sie schütteln schon den Kopf beim Namen. Dann gehen wir sie mal durch. Es gibt zwei große Player in Europa. Deutschland Scholz, Frankreich Macron. Beide nicht. Warum nicht? Weil eine Vermittlerrolle bedingt, dass ich neutral bin. Sobald ich Eigeninteresse habe, kann ich nicht mehr vermitteln.
Und Macron und Scholz sind ja Partner der NATO, das heißt, sie haben Eigeninteressen. Man bräuchte jemanden, der als Vermittler dann einsteigt, Achtung, nachdem die Verhandlung gescheitert ist. Zurzeit wird noch nicht mal verhandelt, das heißt, ein Vermittler wäre jetzt auch noch zu früh. Mhm. Muss man sich, so wie Sie darüber sprechen, auch eine Verhandlung über ein so wirklich furchtbares Thema wie Krieg, dieser Krieg, muss man sich das aber im Prinzip so vorstellen, wie Verhandlungen mit Geiselnehmern, wie Verhandlungen, um mal ein ziviles Beispiel zu nehmen, in festgefahrenen Tarifrunden? Ist das eigentlich immer dasselbe? Also ich würde jetzt den Putin nicht mit der Tarifrunde vergleichen. Verhandlungen fahren sich fest. Und sie fahren sich dann fest, wenn man tatsächlich glaubt, dass man sich nicht bewegen muss. Und man bewegt sich natürlich erst dann, wenn die Einigung für einen einfach gewinnbringend ist. Und wenn ich nichts gewinnen kann, bewege ich mich auch nicht. Und dann kommt man in die sogenannte Nichteinigung. Und eine Verhärtung heißt ja, dass sich Parteien nicht einigen können. Das heißt in anderen Worten, dass es nichts gibt, wo ich gewinnen kann. Mhm. Oder die andere Seite, wenn man die noch bedenkt, dass man vielleicht auch keine Angst hat vor der Nichteinigung. Wenn dann eines Tages vielleicht doch mal verhandelt wird, von Parteien, die so verfeindet sind, von Menschen, die eigentlich nicht mehr miteinander reden wollten. Was sind dann die häufigsten Fehler, die man in der Vorbereitung auf diesen Tag machen kann? Die häufigste Fehler wäre mit Sicherheit, dass man mit sich selbst verhandelt. Also, dass man sich viel zu viel schon überlegt, was könnte sein, was könnte nicht sein. Man müsste in der Verhandlung dann verhandeln. Also, der erste Schritt wäre tatsächlich ein Waffenstillstand. Wenn der Waffenstillstand hält, dann beginnt die eigentliche Verhandlung. Es wird drei Teams geben, die wir schon gehört haben vom Frau Major. Das eine wird das politische Team sein. Also, braucht es ein Referendum zum Beispiel? Oder was wird die politische Entwicklung sein? Das zweite wird die Sicherheit sein. Also, braucht man Blauhelme vielleicht, um die Sicherheit zu gewährleisten? Und das dritte dann finanziell, wirtschaftlich. Also, wie kann man ein Land wieder aufbauen. Aber der erste Schritt wäre tatsächlich der Waffenstillstand, der erst möglich ist, wenn die Parteien glauben, dass sie militärisch nicht mehr gewinnen werden. Herr Schanner, herzlichen Dank für diese Einblicke in Ihr Handwerk. Okay. Dankeschön.